Guten Tag. In der letzten Folge ist nicht viel passiert. Quatsch, Silvestervorbereitung. Nee, es war ja Halloween. Halloween-Vorbereitung und Thorald hat sich verzogen, weil er ein Weichei ist. Weil er der Aufgabe nicht gewachsen ist, diese dreckigen kleinen Mündel durchzubringen, denn es ist halt schwerer als mit Kindern. So ist es nämlich. Viel Spaß und bleibt geil. Ich verbringe den Tag so, wie es sich gehört. Es werden aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, bei euch keine Kinder klingeln. Obwohl im Viertel die doch ein bisschen unterwegs scheinen. Aber die machen so einen kleinen Bogen. Die meisten Menschen finden ja eh euer Häuschen schwieriger. Ihr bekleidet euch irgendwann angemessen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass Sophie Sir William und Ike Fisher mitnimmt. Selbstverständlich nimmt ihr einen Mann mit. Ja. Irgendwas anderes, was ihr in euren Koffer der Vernunft packen wollt? Mein Bro. Klopapier. Yep. Okay. Und Saufzeug, habe ich gehört. Ja. Juti. Ihr tretet nach draußen und es ist dunkler als sonst um die Uhrzeit. Das ist so 20, 30. Euer Schatten, der ja nur schwach von der Straßenlaterne eigentlich in so drei Schattierungen an die Wand geworfen wird, weil noch eine andere von der gegenüberliegenden Straßenseite euch mitbelichtet, wird sich erst zu einem Ganzen zusammenfügen und sich dann von euch abwenden und seiner Wege gehen. Alles klar, tschüss, wir sehen uns später. Okay. Wir gehen weiter. Es gibt viel mehr dunkle Ecken als sonst. Viel mehr. Und aus manchen kommt ein höhnisches Gelächter, ein wildes Fauchen, ein Knacken und Knarschen, als würden Knochen gebrochen. Der verzerrte Ton irgendeiner Violine. Und ihr seid nicht die Einzigen, die das hören. Die Menschen, die man auf der Straße sieht, sind ja dann doch einige, die die Zeichen des letzten Monats offenbar nicht gedeutet haben. Die wirken durchaus verstört und verwundert und wenn sie eurer ansichtig werden, umso mehr. Manche, die zeigen vielleicht einen erst so beeindruckten Gesichtsausdruck. Denn ihr seid eindeutig über der 40-Euro-Grenze mit euren Kostümen. Aber wenn sie dann näher kommen und diesen Rabenschnabel sehen, die Hörner und Zähne vom Knecht Ruprecht, den ja sowieso hier keiner kennen wird, und ihnen auffällt, dass ihr keinen Schatten werft, dann wechseln diese Menschen schnell die Straßenseite und werden sich noch weit nach euch umblicken. Dann haben sie aber Glück gehabt, denn dort, wo Sophies Hände die Hauswände streichen, so berühren, würden sie eine kleine Rauhreifschicht hinter sich herziehen. Man hört das Knacken von Eiskristallen unter ihren Füßen, Gut, dass ich Fell habe. unter ihren nackten Füßen. Ich bin jetzt nicht so informiert, was Knecht Ruprecht noch für Nebenerscheinungen haben könnte, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass wenn es irgendwie Baum oder dichten Buschbewuchs gibt, der sich in eine Richtung wendet, dass er dich im Halbschatten verdeckt. Ja, das ist gut. Geht das zur Tanke? Die Frau berechnet euch deutlich zu wenig, die vergisst, Waren einzutippen, weil sie mit offenem Mund dasteht. Und als ihr dann gehen wollt, oder als ihr das tut, und schon ein paar Schritte weiter weg seid, dann seht ihr, dass sie euch aus der Tankstelle hinterherläuft, fassungslos und fasziniert. Ich drehe mich um und grinse sie an.
Kann ich was für Sie tun? Nein. Entschuldigung. Psst. Sie stolpert ein paar Schritte zurück und greift sich dann als erstes einen dieser Scheibenwischer, die da rumstehen, und fängt an, von außen irgendeine Zapfsäule zu putzen. Denn Knecht Ruprecht ist in der Nähe. Da sollte man für Ordnung sorgen. Es scheint nicht, als wüsste sie, was sie da tut oder warum. Gut. Er geht dann zu Walli. David war da bestimmt noch nicht. Das ist eine WG, die ungefähr eure Größe hat, also von dem vom Wohnraum, aber mit drei Personen. Es wäre quasi, als wäre das Zwischenzimmer auch bewohnt. Aber das wäre noch ein deutlich kleineres Zwischenzimmer. Aber dafür ist es ja auch nicht ganz so abgefuckt. Des Weiteren wohnt da eine Katze namens Körper Klaus, aber die wird sich bestimmt den ganzen Abend nicht rausbewegen, denn es ist ja schon einigermaßen gefüllt. Es ist zwar erst so 8:45 oder sowas, wenn ihr da ankommt. Aber man kann ja auch ein bisschen eher anfangen. Die Leute sind gewandelt in unterschiedliche Kostüme. Manche haben sich mehr und manche weniger viel Mühe gegeben. Es ist eine angemessene und ja auch gesetzlich verordnete Menge an leicht bekleideteren Damen da. Man unterhält sich gut. Walli selbst geht als... Also erstmal Sophie, sie hat gegen den heiligen Pakt, den ihr geschlossen habt, nicht eine jener zu sein, verstoßen und geht als sexy Hexe, nennen wir das. Ah, nein, warte. Eine sexy Hexe. Warte. Sexy Hexe. Easy. Mach das doch nicht, das ist so eklig. Ich finde, es hat gepasst. Die wird dann auch als eine der ersten zu euch kommen, denn ihr regt Aufmerksamkeit und Interesse, aber ein bisschen Abschreckung ist da schon gegeben. Da die Stimmung dort eine andere ist als an irgendeiner dunklen Tankstelle, seid ihr dort nicht ganz so furchteinflößend, aber man muss sich nicht als erstes an die rantrauen, aber sie kommt auf euch zu. Ich bin noch nicht furchteinflößend. Doch, denn ihr habt das Außerweltliche an euch, das in die Welt rüberscheint. Es ist fast so, als wäre fast eure gesamte Feengestalt jetzt in der Welt der Menschen. Die Nebel sind verdammt dünn. Aber auch dann bin ich nicht furchteinflößend. Du trägst ein Kostüm eines Raben, eines schwarzen Vogels. Und schaut nochmal mein Bild an. Ja, und man weiß nicht genau, wo Kostüm aufhört und Sophie anfängt. Und mein Bild ist dann doch schon etwas sehr gruselig. Und so wie das zusätzlich und so wie du dich bei der Frau verhalten hast, kann ich mir vorstellen, wie dein Gesichtsausdruck ist. Ja. Also bei euch beiden, um genau zu sein. Also Walli wird auf euch zukommen, sie wird dann mal kurz die Schritte verlangsamen und dann doch euch umarmen. Bei David lässt sie etwas mehr Abstand. Also eher so die Hände an die Schultern vielleicht. Ja, dann zieh ich sie zu mir ran und... nee. Danke, nee. Hi. Ihre Hände wandern unterbewusst anscheinend zu irgendeinem Lappen, der da rumliegt, und wischen über eine Bierpfütze. Dann macht sie, legt sie sich den Hexenumhang, den sie hatte, um, denn ihr fröstelt offenbar etwas. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich schon, das liegt daran, weil du das Orakel des Winters bist und das ja gerade zutage tritt, ne? Habe ich nicht verstanden, erklär mal. ihr habt... Was sind das für Kostüme? Das sieht ja richtig teuer aus. Seid ihr bescheuert? Oh, nee, so teuer war es gar nicht. Sie greift kurz durch die Federn. Okay, es kribbelt leicht auf deiner Haut, denn es ist ja deine Haut. Oder die Fortführung deiner Haut. Hm. Shit, was ist das? Handwerkliches Geschick.
Okay. Unser wahres Ich. Ich grinse die an. Das hoffe ich doch nicht. Uff. Wollt ihr was trinken? Trink doch mal was mit mir. Sie holt 3 Saftgläser und gibt da so 4 cl Pfeffinei. Und gibt euch allen was. Also euch ja, beiden. Bevor sie mir es gibt, hat sie gerade gesagt, ich soll mit ihr trinken. Dann hat sie nochmal gesagt, trink nochmal was mit mir. Magst du mir das dann geben? Und dann reiche ich die. Ja. Danke. Du hast nicht 3-mal gefragt. Danke. Ich würde tatsächlich ihre Worte als 3-maliges Ja schon nehmen, ja. Ansonsten blickt Sophie auch zu ihr rüber und hält ihm das Glas hin. Dann kann er das nämlich auch mit ihr machen. Sie versteht das nämlich und dann kann er es leise tun. Also Sophie nimmt ihr 2 der Gläser ab. Sie wundert sich kurz und dann... Oh, magst du mir auch Wein geben? Die schaut so ein bisschen in der Gegend rum. Ohne dir 1 zu geben. Sophie? Was würden das jetzt hier? Wir sollten nur mit. Na, ich glaube, Sophie möchte mir gerne 1 geben. Ich hätte das gerne. Ach so. Na dann. Ist das in Ordnung für dich, wenn ich jetzt trinke? Hier, bitteschön. Dankeschön. Du sollst es haben. Ihr seid aber heute förmlich. Er hat eine Wette verloren. Ah. Will ich... Nein. Du Prost. Willst es nicht wissen, glaub mir. Und es geht weit über die 2,50 hinaus. Prost. Prost. Sie stürzt sich das runter. Es scheint zu helfen. Sophie trinkt einfach nur ein Schlückchen. Ich versuch's auch. Bitte? Ich versuch's auch. Ja, das ist kein Problem. Es ist nur ein bisschen, ich meine, dein Mund hat sich zwar nicht verformt, aber diese spitzen Zähne, das ist etwas ungewohnt. Sophie, dein Schnabel ist natürlich, du musst halt echt größere Gläser benutzen, weil du musst entweder das Glas um deinen Schnabel rumstülpen oder aus Flaschen trinken. Ja, sie trinkt im Zweifel eher aus Flaschen. Kann man das nicht hochklappen irgendwie? Doch, aber das wäre stillos. Ja, was seid ihr denn überhaupt? Ein Pärchen. Oh. Das kann ich doch nicht hoffen. Also keine... Nein, nicht ein Pärchen, sondern Pärchen. Und aha. Aus Sag Herr der Ringe. Nein. Aha. Und was macht das Pächten so? Hast du Angst? Ich find's ein bisschen unangenehm, wenn du so mit mir redest. Ja, das hat ein bisschen was von Rapist Glasses. Das macht ein Pärchen. Und kann das auch damit aufhören, wenn wir uns unterhalten? Dann würde ich aus meiner Rolle fallen. Nee, das Kostüm spricht ja für sich. Da muss ja auch Abmilderung schaffen, sonst will dir niemand mehr was zu trinken anbieten. Und wie ich dich kenne, kann das nicht in deinem Interesse sein. Ich, das ist auch okay. Und Sophie, du bist ein Vogel. Ich hab schon verstanden, dass wo ist denn überhaupt? Hast du den mit reingebracht? Na klar. Okay. Ich glaube, der ist in der Küche. Ja, der war mir klar, denn in der Küche ist verdammt mal der Körperklaus und wird bestimmt gleich einen Schreck kriegen. Was? Zum Glück gehe ich dann kurz mal rein und spreche mit ihm. Mit dem Körperklaus? Das kannst du gerne probieren. Der hat nur Angst vor dir, der hat Angst vor allem. Vermutlich vor allem vor dir, es ist ja offenbar dein Job. Und? Ist hier schon irgendwas, was sich lohnt, oder sind noch so wenig Leute da? Nö,
Also wir haben jetzt heute nichts geplant, irgendwie da so ein Zimmer aufmachen für Tanzen. Das Nachbar-WG will das vielleicht machen, aber sind schon ein paar Leute da, ja. Okay. In Tanjas Zimmer werden sich gerade Gruselgeschichten erzählt. Oh, da bin ich dabei. Ich komme vielleicht später nach, viel Spaß. Ja, ich gehe in das Zimmer, was sie mir da zeigt. Ja, ja, geht gleich los, meiner. Wie zur Hölle? Hast du das gemacht? Was? Also ihr beide, aber... Ich will heute nicht so viel mit David reden irgendwie. Das ist unangenehm. Viel Arbeit und er ist recht geschickt. Und ich bin kreativ. Und du bist jetzt wieder hier, um die Aufmerksamkeit zu stehlen, ja? Du hast den kurzen Rock an. Ja, ich bin schon so tief gesunken, damit ich, ne? Muss mich der niedersten Mittel irgendwie behelfen und dann stiehlst du mir vermutlich wieder die Show mit diesem Outfit. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Ich weiß nicht, ob ich dich hier als Gast willkommen heißen kann. Möchtest du mich jetzt deiner Wohnung verweisen? Nee. Aber da sieht man ja, was du für eine Freundin bist. Mal was anderes. Hast du eigentlich vor, dieses Jahr nochmal irgendwie so in die Uni zu gehen? Mal gucken. Nimmst du eine Auszeit? Urlaubssemester eingereicht. Okay, warum? Weil ich ein paar Projekte gerade mache und mir die Uni dabei im Weg ist. Sind das Projekte, von denen ich wissen kann? Ja, an der Schule. Wirklich? Ja. Ich dachte, du treibst dich nur wieder auf irgendwelchen Bahnhöfen rum und auch? Okay. Alles klar, dann sehen wir uns ja gar nicht mehr so oft. Wir sind eh in zwei verschiedenen Instituten. Ja, stimmt, die 10 Minuten Fahrradweg, die waren meistens zu hart für mich, deswegen haben wir so selten zusammen den Mensa gegessen. Die 10 Minuten Fahrradweg, die du jetzt quasi hast zwischen deinem Institut und meiner Wohnung, oder? Das sind mindestens genauso viel, ja, scheiße. Ja, dann kann ich ja nie wissen, ob du da bist oder ob ich willkommen bin. Bis jetzt gab es wenige Tage, an denen du nicht willkommen warst und ich besitze noch immer ein Telefon. Es gab... Ich besitze noch immer einen David, der die Tür aufmacht. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt von David halten will. Moment mal, es gab aber, um mal drauf zurückzukommen, es gab Tage, an denen ich nicht willkommen war. Na klar. Das ist bescheuert. Davon wusste ich nicht mal was, aber danke. Gut. So schnell wird man vergessen. Oh, gib mir deine Tränchen. Ihr seid heute wirklich unangenehm drauf, ich weiß nicht. Sie glitzern so schön im Mondenschein. Ich hole mir erstmal einen Pulli. Meiner eigenen Bude, verdammte Hacke. Und die hat bestimmt das Fenster aufgelassen. Sie driftet dann weg. Und Sophie guckt sich in der Wohnung um. In ihrem Zimmer sind ziemlich bekiffte Leute. Die sind... Ja, die gucken hier... Wie hieß der Film? Halloween. Aber, weißt du, die sehen ohne zu sehen. Außerdem ist Halloween ja auch nicht der beste Film für Halloween, ich weiß, was ich gesagt habe, aber... Das ist der Film, wo man random drauf zeigt und sagt, die stirbt! Ja. Also ich meine, es ist halt einfach kein Film, der angemessen wäre, weißt du, das ist ja... Das stimmt. Ein Vorkriegsblätter im Wesentlichen. Nahenden Winter. Ich sollte dafür sorgen, dass sie alle frieren! Okay. Erfrieren. Okay, ist noch nicht deine Jahreszeit, meine ist noch Herbst. Ach, komm doch.
die Küche, da sind viele so Getränke und Gespräche, genauso wie in dem Wohnungsflur, der ja doch ganz schön groß ist. Die geht zwischendurch mal gucken, was Sir William so treibt. Sir William sitzt auf einem Regal, wo die Leute nicht so gut rankommen, außer sie besorgen sich einen Stuhl, und das macht ja dann wirklich keiner, auch weil alle besetzt sind in der Küche. Hackt ab und zu auf irgendwas rum, was aussieht wie irgendwelche Körner oder Haferflocken. Und hauptsächlich aber legt er nur den Kopf immer wieder schief und guckt in die Ecke zwischen Waschmaschine und irgendeinem Riesenregal, wo der Körperklaus sich versteckt. Und pass auf, dass der ja nicht rauskommt. Und das Zimmer von David, da werden einfach nur Leute sitzen und sich unterhalten. Also David heißt er ja. Und in dem Tanja-Zimmer ist ja, wie gesagt, Gruselgeschichten-Time. Sophie schaut nur schmunzelnd zu ihrem Raben hoch und meint: Hast du dir heute auch ein kleines Haus dir zugelegt? Weiß ich nicht, wenn du das als Antwort deuten willst, dann wird er kurz seine Flügel aufplustern und ausschütteln. Das hast du dir gut bei Sandro abgeguckt. Natürlich deutet sie das als Antwort. Dieser Rabe ist klug, der erkennt sich selbst im Spiegel. Sag sowas nicht immer, dann will ich viel weniger Rabenfleisch essen. Also der hält das Haustier in Schach. Das ist ja auch vermutlich größer als der Körperklaus. Und nicht behindert. Er ist nicht viel größer als der Körperklaus, aber ja. Er ist nicht behindert. Körperklaus ist noch eine ziemlich kleine Katze. Oh, okay. Das ist so eine Wachstumsfehlerkatze, irgendeine Fehlzüchtung. Deswegen ist sie ja auch verkrüppelt und weil aus dem Fenster gefallen ist. Sie hat ja so alles richtig gemacht in ihrer Kindheit. Sie konnte ja nicht viel machen. David. Ich meine, niemand kann Gruselgeschichten erzählen. Die eine Hälfte hat dann so eine humoristische Ader und die anderen versuchen was, aber das ist ja nicht leicht. Das ist ja auch abgedroschen. Und wie er meinte, der Herr Satt, die Leute kennen ja keine Angst mehr. Wie sollen die denn davon erzählen? Wenigstens ist dunkel und Kerzenlicht. Das ist doch schon mal was. Das ist gut. Ich würde halt mich langsam einschleichen. Wenn dann halt die eine Geschichte zu Ende geht. Ich halt mich mehr in den Kerzenlicht stehen. Was halten Sie davon, wenn ich eine Geschichte erzähle für euch? Du musst uns nicht siezen, aber gerne, setz dich hin. Ich bleibe, glaube ich, lieber stehen, aber danke. Okay. Dann erzählt er, dann laufe ich halt quasi um die Leute rum, ne, um den Kreis, wo die Leute sitzen. Weil sowas wird natürlich, Tisch ist wahrscheinlich rausgeräumt und sitzen wahrscheinlich auf dem Boden, so wie es sich gehört, bei Gruselgeschichten. Ja, und dann wird vor allen Dingen auch, wenn da verschiedene Standorte für Kerzen gewählt wurden, ab und zu die Hälfte deines Faces zu sehen sein. Sehr gut. Und dann werde ich anfangen, Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Und zwar eine Geschichte einer Frau, die jeden Tag Rosen kaufen ging. Und als sie dann eines Tages wieder in den Laden kam, wo sie immer ihre Rosen kaufte, da war nicht wie sonst üblich die Verkäuferin, sondern ein alter Mann. Er erschien ein bisschen seltsam. Und als sie nach den roten Rosen fragte, sagte er, dass die roten leider auch seien. Aber er hätte noch schwarze und sie seien auch sehr dekorativ. Sie sollte sich die auch abends ans Bett stellen. Ein junges, zart beseitetes Mädchen im Kostüm einer Lilifee verlässt den Raum. Sehr gut.
Nun, gesagt, getan. Am Abend stellt die Frau ihrer jungen Tochter. Dabei geht halt der Blick an diese Lilifeen vorbei, die dann aufsteht. An ihr eine Rose ans Bett. Am nächsten Morgen war die Rose verwelkt und das Mädchen tot. Von Trauer ermannt stellte sich der Junge eine Rose ans Bett und schlief ein. Auch diese verwelkte. Und der Junge war tot. Vater und Mutter waren ja natürlich von der Trauer überwältigt, konnten ihre Trauer keinen Ausweg finden, schliefen nicht beieinander, sondern Vater schlief im Wohnzimmertisch ein bei den Rosen. Eine verwelkte und er war tot. Nun, die Mutter, die jetzt in 3 Tagen alles verloren hatte, nahm die letzte Rose mit ans Bett. Aber da ihr mulmig war, nahm sie auch das große Küchenmesser ans Bett. Unter das Kopfkissen. Und als sie dann schlief, wachte sie auf, weil irgendwas Kaltes nach ihr griff. Aus der Rose kam ein Arm und wollte sie erwürgen. Dann nahm sie das Messer und zerschlug den Arm. Die Rose verwelkte. Und ihr passierte nichts. Sie ging also wieder in den Rosenladen. Da stand der Mann und grinste. Ihm fehlte der linke Arm. Nun drehe ich halt die ganze Zeit um die herum und rühre die dann halt oder komme halt mit dem Gesicht an die Leute näher ran. Es entwickelt sich ein wohliges oder leicht beunruhigendes Schaudern und einer der Typen verlangt dann, hast du noch eine? Das war die beste bisher. Ja, ich würde dann halt noch eine erzählen. Du erzählst nicht nur noch eine, du erzählst noch 2. Die Leute vergessen sich dort drin zu besaufen, das ist immer ein gutes Zeichen. Und ab irgendeinem Zeitpunkt, das fällt erst später auf, ist auch Sophie in diesen Raum getreten und hat begonnen zu malen. Und deine Erzählung darzustellen, oder was macht die genau? Nee, ich glaube, die macht eher was mit den Anwesenden. Na, übertreib halt. Was denn so? Ich glaube, die steckt die in ihre eigenen Geschichten, in ihre eigenen Albträume. Kannst du mir erklären, was du damit meinst? Ich weiß nicht, ob sie diese Albträume treffen kann. Vielleicht einzelne, wenn sie Glück hat. Ach du Scheiße. Also ich sag mal so. Ich habe David einschüchtern würfeln lassen und die haben gepatzt. Und David nicht so. Durch seine Erzählung können die also für euch beide griffiger werden. Das heißt, David kann in seinen Geschichten noch besser darauf eingehen und ja, du kannst von Einzelnen auf jeden Fall was, ne? Dann finden sie sich auf den Bildern in ihren eigenen Albträumen wieder. Okay. Das Ding ist jetzt halt, ich habe für dich auch gewürfelt und die haben auch wieder gepatzt. War gut, dass ich Patzer eingeführt habe in dieses Spiel. Offensichtlich. Am Ende der dritten Geschichte. Aber so. Sie sehen das ja erst später, also jetzt gerade. Im flackernden Kerzenschicht kann man, ja. Licht kann man manchmal einen Blick drauf werfen. Oder wenn jemand die Tür aufmacht, um zu gucken, was da so geht und sich direkt instinktiv dagegen entscheidet. Am Ende der dritten Geschichte sitzt nur noch der Typ, der mehr wollte, da sichtlich beunruhigt. Und dann, an dem Tag,
an dem der Schatten, der du wirfst, nicht dein eigener ist, wird sein Schatten nach vorn greifen und beginnen, ihn zu erwürgen. What? Der Schatten von dem Jungen? Ja. Er tritt aus quasi aus der Wand heraus, oder er beugt sich hier aus der Wand heraus, denn noch ist er an ihm befestigt, schlingt die Hände um seinen Hals und die Gurgel und drückt zu. Sophie lächelt und geht aus dem Zimmer. Okay. Oh, das ist... Ich beug mich vor. Und, ne, guck ihn halt an, guck ihn in seine Augen. Während er kämpft wahrscheinlich, Er kämpft nicht, denn er starr vor Angst. Er scheint in den... Der Schatten hat keine Augen, aber er guckt zumindest gebannt auf die Stelle, wo sie sein müssten, am Kopf, und scheint da etwas zu sehen, was du nicht siehst. Diese Szene wird Sophie übrigens später auf ihren Blog bannen. Are you sure about that? Es geht nur um den Ausdruck in seinen Augen. Okay. Ja, warte kurz. Ich überlege gerade, was ich denn von ihm haben wollen würde. Wenn ich dich rette vor dieser Angst, möchte ich deine Freude für ein Jahr und einen Tag. Bist du einverstanden, dann nicke. Also ich müsste ganz kurz was recherchieren, meiner. Es würde dich 7 Glamour kosten, wenn du das als Eid machen willst. Wow. Ein Jahr und ein Tag ist ziemlich, kostet ziemlich viel. Na, ich weiß es ja nicht, wie viel das kostet. Du hast ein Gespür dafür. Ein Mond und ein Tag sind 2, dann wären das insgesamt 4. Ja, dann nehmen wir lieber das. Ich werde das kurz eintragen, ja. Jo. Wenn er das erste Mal nickt, dann werde ich ihn nochmal fragen. Und ich werde ihn insgesamt 3-mal fragen und er muss 3-mal nicken. Das gilt dafür nicht auch, das weißt du. Achso, du. Das ist nichts, was du nimmst. Das ist ja ein Pakt, den ihr schließt. Er wird nicken, ja. Er wird sogar ganz entschieden nicken. Ja, dann werde ich ihn halt noch 2-mal fragen. Er wird jedes Mal weiter nicken, immer verzweifelter. Ja, und dann, wenn er das dritte Mal genickt hat, würde ich halt den Schatten, quasi die Hände wegreißen von dem Schatten. Es gelingt dir, aber jetzt löst sich der Schatten von seinem Körper. Er kann offenbar nur an Wänden existieren, aber auch der Boden ist ja eine Art Wand und er wird vielleicht wütend. Auch hier, Mimik schwer erkennbar, über den Boden gleiten und sich schnell auf dich zubewegen. Ich hab Krallen und ich hab Zähne. Derzeit. Okay. Alles klar. Ich würde ihm halt quasi entgegentreten und das Ding, ne? Ich gehe mal davon aus, dass ich halt so ein Schatten, so ein Schatten ist ja nicht wirklich existent. Also werde ich dem wohl besiegen, gehe ich mal von aus. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich gehe da davon aus. Dass er nicht existent ist, also wirklich. Naja, also schon ist er existent, das ist ja das Problem, aber... Ihr habt ihn ja auch in diese Welt gezerrt. Ja. Sogar schneller als du. Nice. Mm-hmm.
Okay. Er reicht deine Füße noch vor dir und greift schnell nach einem und zieht dich in den Boden. Es ist ziemlich schmerzhaft. Also ein Fuß ist auf jeden Fall jetzt schon im Boden versunken. Du darfst dir eintragen, dass du 2 chimärischen körperlichen Schaden erhältst. Alles klar. Geht aufs Haus. Krass. Du bist dran. Tja. Das ist ja eine Küche, ne? Nee, ihr seid in einem Zimmer von einem Mitwohner. Achso. Und ja, du hast Zähne und Klauen. Die gönne ich dir heute. Okay, na gut. Dann schnapp ich mir natürlich, also ich greife quasi nach seinen Händen und zerschlag die mit meinen Klauen. Ja, du schlägst nach dem Schatten und eine seiner Hände wird daraufhin tatsächlich abgeschlagen und verschwindet dann im Boden. Sie wird vom Licht quasi aufgesogen. Scheint aber nicht ganz so ein mächtiger Angriff gewesen zu sein. Machst du irgendwie auf dich aufmerksam? Nö, wirklich. Okay, dann darf der jetzt wieder. Aber ich würde gleich versuchen, das Licht einzuschalten. Du bist ein alter Spielverderber. Ja, was ein Schatten. Er versucht dich weiter in den Boden zu zerren, aber es gelingt ihm einfach nicht. Du bist nicht irgendwie festgenagelt an der Stelle. Du kannst deinen Fuß quasi durch den Boden ziehen und würdest dadurch keinen weiteren Schaden erleiden. Okay, ja, ich zieh den halt zum Lichtschalter, mach das Licht an. Dadurch wird er wahrscheinlich, er wird ja hoffentlich geschwächt. Ich gehe mal davon aus, dass er davon geschwächt wird. Ja, der Schatten kann im Licht halt, ich meine, er wird erst durchs Licht geschaffen, aber irgendjemand muss ihn werfen, aber das gilt hier sowieso alles nicht mehr. Ja. Erstens nimmt der Schaden, weil er muss sich blitzschnell in viele Einzelteile aufteilen, die dann zurück in die Schatten gehen, die halt gerade das Licht wirft. Und manche schaffen es nicht, bevor sie vom Licht dann aufgelöst werden, aber besiegt ist er noch nicht. Das ist okay. Wohin ist er denn gegangen? Bitte? Wo ist er hin denn gegangen? In verschiedene Ecken. Da ist so ein Regal, was halt einen guten Schatten wirft. Dann irgendeine große Taschenlampe, die da rumsteht. und ein Monitor ist immer gut. Genau. Ich würde halt nur die Tischlampe quasi einmachen. Oder die Taschenlampe. Und damit halt die Schatten ausleuchten. Nach und nach. Naja, du wirst ihn dadurch leider auflösen. Es ist ein. Das Geräusch dabei ist wie. Ein extrem verzerrter hoher Ton, der durch die ganze Wohnung hallt. Alles klar. Ich nehme dann meinen Fuß auf den Boden. Der Typ liegt röchelnd am Boden. Aber er kriegt noch Luft, ne? Ja. Kriegt gerade wieder Luft. Ja. Ruhig atmen. Nicht verschlucken. Er weicht vor dir zurück. Dann grinse ich ihn an. Und verlass den Raum. Das solltest du dir jetzt am besten merken und aufschreiben. Du hast in deinem Eid keine Strafe, falls er versagt. Also wäre es günstig, weil der bestimmt, das wird er vielleicht nicht hundertprozentig vergessen, aber du müsstest dir seine Freude schon abholen, irgendwie in gewissen Abständen. Okay.
Die Leute, die Teile eurer Geschichte und Teile eurer Bilder gesehen haben, verbreiten eine nicht direkt ungute Stimmung, aber die finden sich zusammen und tuscheln und sind eher sehr unangenehm berührt auch. Was? Aber er hat Sophie so schön gemalt. Das ist ja das Problem. Und also einzelne Bilder hat sie sicherlich noch auf dem Blog. Cool. Dem einen, also ich gehe halt zu unserer schönen zu unserer tollen Gastgeberin. Ich glaube, ein Kumpel von dir hat sich irgendwie verschluckt oder sowas. Willst du ihm was zu trinken geben? Kann er sich da holen? Ich glaube, dem geht's nicht ganz so gut. Komm mal mit. Ich hasse Gastgeberin zu sein. Wer kam eigentlich auf die Idee, sie packt irgendeine Wasserflasche? Ich bringe sie halt hin. Sie bleibt an der Türstelle stehen und geht nicht in den Raum. Ich habe irgendwie seinen Namen vergessen. Ja, Tim. Ich glaube, der ist ein bisschen... Sie hockt sich hin und rollt die Wasserflasche zu ihm. Geht's? Sein Blick wandert zu dir und nickt entschieden. Ich nicke ihm zu und gehe. Die Zeit verfliegt, sag Mama. Und gegen 23:30 hört er aus der Ferne Trommeln. Aber nicht diesen, sondern die anderen. Es klingt sehr viel hohler, sehr viel weniger kräftig. Ähnlich im Rhythmus, aber leiser und hohler, aber zugleich näher. Oha. Ich glaube, wir sollten jetzt gehen. Ja, vielleicht. Es wird Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wollte ich schon gehen? Okay, wir... Ein Raunen der Erleichterung wahrscheinlich. Die Fieder sind eher immer von euch wegstehend. Wally selbst ist ja einigermaßen abgehärtet, weil sie ja eine Freundin ist. Und sie kennt Sophie. Deswegen. Sir William. Kommt angeflattert. Mit so ein paar Haaren im Schnabel. Wir telefonieren bald nochmal. War schön, dass ihr da seid. Schade, dass ihr schon gehen müsst. Bis später. Es war mir eine Freude. Macht er nichts draus, Wally? Das ist seine Art, seine Zuneigung auszudrücken. David, morgen werde ich bestimmt, würde ich dann sogar noch mehr Freude haben, wenn wir, ja, das schön. Du meinst, wenn du morgen vorbeikommst und wenn du ihm einen Gefallen tun möchtest, dann lässt du das Kostüm an. Ja, morgen bin ich brutal verkatert, nehme ich an. Also, Und was? Nichts. So viel geht. Ich hab's wirklich erst im Laufe mitbekommen, was du gesagt hast. Das war schon... Ihr geht die düstere Stimmung von draußen, ist irgendeine Art Aufbruch gewichen. Ihr habt beides nicht bemerkt, denn ihr wart ein bisschen abgelenkt, aber ihr habt beide ein SMS. Okay. Ihr trefft sie nicht am Marktplatz, steht da, von Pascal. Dann gehen wir jetzt zum Marktplatz. Ich schreibe übrigens meinem lieben Mentor, dass es mir gut geht. Hier ist es einer, der nicht hängt. Ja, Mann, ich habe gerade chimärischen Schaden gefressen, der wird gerade ausrasten. Das stimmt. Aber er kann ja sowieso jetzt nichts machen, dort wo der ist. Ja.
Das war gerade interessant. Aber er wurde ja auch belohnt von dir, ne? Weil du ja glücklich warst. Ist es nicht nett? Ja, ja. Ihr geht zum Marktplatz. Da ist jetzt nicht ganz so viel los. Und irgendwo in der Ecke steht Hanna mit einem Anime-Mädchen-Kostüm, sagen wir mal. Nicht direkt Sailor Moon oder irgend sowas, aber ne, ich habe vergessen, wie diese eine Art da heißt, diese Kinder. Ist auch egal. Chibu? Das ist völlig Wurst. Auf jeden Fall nicht übermäßig leicht bekleidet, aber dennoch full Anime steht sie da. Yay. Und kaut auf einer Karotte rum. Wenn ihr kommt, wird sie einen kurzen Schritt zurücktreten, aber dann fängt sie sich wieder. Hallo. Das passt zu dir. Danke. Dann wird sie in Richtung Saale abdampfen und die Trommeln sind natürlich, wenn ihr darauf zukommt, lauter. Es sind auf jeden Fall nicht die Rotkappentrommeln, so viel ist klar. Das ist so beruhigend gerade. Es klingt nicht mal direkt wie Lautmacher, die als Trommeln konzipiert wurden, wenn wir ehrlich sind. Aber was genau, das ist schwierig zu erkennen oder zu hören. Vereinzelt über dem Himmel sind trotzdem noch irgendwelche schwarzen Pferde, die darüber wandeln und andere Schrecken danach zu sehen. Aber ich meine, wer legt sich mit euch an? Ihr geht also zum Flusse und eine ganze Weile an Ufer entlang an eine Stelle, wo man häufig nicht vorbeikommt und sie steht dann da. Das ist die größte Brücke der Welt, deswegen wird uns dort keiner sehen. Ihr seht, ein von Nutrias offenbar oder irgendwelchem anderen Wassergetier, aber Nutria liegt nahe, immerhin ist hier Nutria Puka. Es ist also angeschwemmtes und irgendwie halb verbautes Holzmaterial, was für diese Tierart eher unähnlich sind. Das sind keine verkackten Biber. Duffy nickt und betritt die Brücke vorsichtig, wenn sie nichts weiter dazu sagt. Sie macht zumindest keine Geste der Warnung. Dann macht Sophie das jetzt. Es ist extrem wackelig und es ist extrem schwierig. Aber dadurch, dass du Teile des Wassers darum vereist, macht das ganze Ding sogar ein bisschen stabiler. Ich werde euch noch weiter folgen. Alles klar. Dann danke, dass du hier warst. Und dann und so weiter. Ich würde euch viel Glück wünschen, aber ich weiß auch nicht mal, was ihr vorhabt. Ist auch besser so. Vielen Dank. Gut. Dann mache ich mich fix über die Brücke. Ja, das ist auch bei dir schwierig, aber man kriegt das irgendwie hin. Ihr könnt durch diese Brücke tatsächlich in den Traum wechseln. Und da ist so ein kleines Waldstück, das ihr dann durchtretet. Und am Ende eine Hecke, eine wilde Hecke. Und wenn ihr sie durchschreitet oder halb durchschreitet, um erstmal durchzulugen, dann seht ihr die Bastion des Chaos. Selbstverständlich handelt es sich um schwarze Berge, die von lila Wolken irgendwie überdeckt werden, mit einem gewaltigen Goblin vor, aus dem sich Strömen dieser kleinen Wichte ergießen. Es müssen Tausende sein. Vereinzelt sitzt ein Goblin auf den Schultern eines anderen und haut mit seinem Knüppelchen auf dessen Kopf, was wohl die Trommeln sein sollen. Sie haben allerlei Do-it-yourself-Kriegsgerät angeschleppt. Es sieht nicht immer funktional aus, aber es hat wenigstens viele Stacheln. Das ist ja schon mal das Wichtigste.
die Kräfte des Salzhofes, die ja nicht vollständig sind, weil ja irgendwelche Wichte patrouillieren wollten, bauen sich auf, sind wirklich nicht so viele. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, sagst du. Na, noch haben sich die Formationen nicht mal aufgereiht. Dann warten wir noch. Es stellt sich heraus, dass Goblin auch keine Formation aufzureihen gedenken. Die stürmen einfach irgendwann los, wenn die erste Quelle sich ergossen hat in das kleine Tal, was sich dann da anschließt. Goblins per se haben ja von der Kriegsführung eine Menge Ahnung, wollen die aber offenbar nicht einsetzen. Die rennen halt drauf zu und wenn die irgendwie platt gemacht werden, dann ist das auch okay. Die Katapulte mit den Goblinfliegern und den Bomben daran funktionieren aber offenbar sehr gut. Allerdings werden nach kurzer Zeit direkt einige davon in nicht Richtung des Salzhofes ausgerichtet, sondern eine in Richtung Bahnhof und eine andere Höllenmaschine, die einfach dicke, schwere Steine irgendwo hintrümmert in die Nähe des Universitätsringes. Vereinzelt, wenn ein Goblin durch die Luft fliegt, mit entzündeten Bomben und wahnsinnigem Gesicht, wird er plötzlich runterdeuten zu euch und schreien: Notice me, Mommy! Look at me, Mommy! I made that myself, Mommy! Auch irgendwo muss auch der Puka sein, ihr könnt es nicht genau erkennen, die sind dann doch eher weiter hoch, aber sie zeigen auch manchmal in eine andere Richtung. Papa, die Maschine ist von mir! Im Hintergrund seht ihr, wie irgend so ein großer Belagerungsturm in sich zusammenfällt und 100 Goblins unter sich begräbt. Das ist erstaunlich gut. Wir sollten uns beeilen. Das ist erstaunlich niedlich. Ja, aber das ist, um es mal mit den Worten des Puka zu sagen, die würden uns bestimmt niemals an die Wache verraten. Die Wache ist sehr beschäftigt. Da ergießen sich tausende Goblins. Die haben andere Probleme. Ja, beeilen uns. Aber ja, wir sollten uns beeilen. Ich habe noch was vor und das wird ein bisschen dauern. Also, du benutzt die 6 Glamour aus dem Paraphernalia. Ja, wenn das nicht reicht, sogar noch ein bisschen was von meinem eigenen. Das reicht definitiv nicht. Du benutzt die Paraphernalia von Herrn Satt und vom Puka. Ja, definitiv. Und mein Kleinod kriegt sie auch. Dein Kleinod. Wie viel wollt ihr beide denn noch beisteuern? Was sagt denn das Gefühl, wie viel ich noch brauche? Alles. Du bist jetzt noch nicht... Du bist auf jeden Fall noch nicht an den Grenzen von Halle. Okay, ich will auf jeden Fall an die Grenzen von Halle. Insgesamt vielleicht 8. Ich gebe ihr noch mal 4 von mir. Dann hast du nur noch 3 von 11, bist du sicher? Oh. Ich gebe dir noch 2. Das tut so weh. Was, wofür brauchtest du denn das Ganze? Ach so. Für den Eid. Stimmt. Also wenn David dir 2 gibt und du 6 dazu gäbest, wärt ihr auf jeden Fall ein Stück über die Grenzen von Halle hinaus und hättet beide 5 von 11. Was ist, wenn ich eins weniger dazu bastel? Dann bist du bei 6 von 11. Ja, dann bist du ungefähr Grenzen von Halle. Machen wir es so. Okay, du malst dein Omen in diesen großen Schlossteich und Springbrunnen. Das Wasser scheint sich etwas zu wehren, das Mond- und Sternenlicht aufzusaugen. Aber das ist ja nur verständlich. Ich meine, die Springbrunnenfigur sind immerhin auch irgendwelche ehrenwerten Gewidien, die einen Greifen zugeritten haben und irgend so eine fiese Hexe erschlagen. Weißt du, da muss ich das wehren. Allerdings leisten deine Kinder offenbar gute Arbeit. David kriegt ja mehr mit als du, also kann ich dem das mal erzählen. Ich kriege nichts mit, außer dem, was sie da gerade tut. Es ist schwer, sich zu konzentrieren mit all den Explosionen und so. Punkt 1, David. Kurz nachdem, dass sie vielleicht ausbricht,
tritt oben auf den höchsten Turm, wo eigentlich direkt darüber die Sonne angebracht ist, der Graf selbst auf den Turm und tut nichts. Aber er guckt offenbar runter aufs Geschehen. Dein erster Erzfeind bricht mit einer kleinen Gruppe Trolle, sobald die ihre Geschosse Richtung Bahnhof und Universitätsring ausrichten, in die Richtung auf, und zwar schnell und wutend brand. Die Wut ist wie ein kalter Windschnitt in eurem Face. Das kriegst auch du kurz mit, Sophie. Ihr dürft euch beide einen chimärischen geistigen Schaden machen, aber den müsst ihr euch nicht aufschreiben, der ist ja morgen eh weg. Des Weiteren, die Goblins sind ein bisschen überlegen, was die Menge angibt, und Geräte haben sie auch mitgebracht, aber die werden halt auch echt ziemlich schnell zertrampelt. Dennoch sind sie ja auch nicht feige. Weißt du, die kämpfen bis zum letzten Mann. Wenn da einer, weil er sich noch einen Schuh zubinden muss oder so, verspätet nachkommt, ist es ja nicht so, als würde der überlegen. Der rennt ja halt einfach rein mit seinem Knüppel. In weiter Entfernung am Bahnhof hörst du irgendwann etwas zerbersten in, wie als würdest du einen riesigen Spiegel zertrümmern, und Fetzen von Liedern, einzelnen von hunderten verschiedenen Stimmen, hallen kurz durch die Luft. Fuck yeah. Das ist ein... Die Trolle an sich, und die Donnerflügel fliegen natürlich durch den Himmel und grillen ein paar der Goblins ab und zu. Die sind denen schon überlegen. Die kriechen auch ab und zu mal auf die Fresse, aber nicht so, dass die irgendwie ernsthaft verletzen würden, weil die haben halt auch nur Knüppel und die sind ja nicht besonders groß. Und zum Glück wenden sie eure Aufmerksamkeit nicht zu euch, um Mami mit ihrer Liebe zu erschlagen. Aber es ist halt echt viel Ablenkung. Ein paar der Türme gehen nicht direkt zu Bruch, aber werden stark beschädigt. Dächer werden abgedeckt. Der kleine Schmied, der dort irgendwo in der Nähe war, wird vollkommen überrannt. Und wenn Sophie so halb fertig, naja, dreiviertel fertig ist, kommt dann Pascal zu euch. Verkleidet als gestiefelter Kater. Was für ein ausgesprochen langweiliger Tag. In der Tat. Wann ist sie denn fertig? Ich hoffe gleich. Mein Paket wird nämlich bestimmt bald ausgepackt. Ich kann das nicht mehr verhindern. Okay. Sollten wir dann weg sein? Wäre nicht so wichtig, aber könnte man machen. Alles klar. Das ist immer so kacke, sie beim kreativen Schaffen zu stören. Ja, das ist ja eher ein Abmalen, oder? Ja, vielleicht auch nicht so. Wie viel Zeit bleibt uns denn? Gute Frage. Holt ein kleines Fernrohr raus und guckt an eine Ecke des Schlosses. Da aus der Fernung siehst du nur ein... Könnte ein Riesengeschenk sein, so ungefähr. Auto groß, Sprinter groß. Weiß nicht genau. Noch ist es nicht offen. Ich gucke ein bisschen irritiert an, so von wegen so, Alter, das hört sich beide scheiße an. Gut. Ich schaue mal so viel über die Schulter. Wie lange braucht sie denn noch? Wir sind in den nächsten 2 Minuten fertig, vermutlich. Ich meine, das ist schwer zu erkennen, aber es sieht schon ziemlich fertig aus. Und sie hat schon sehr viel des Zeugs rein investiert. Eigentlich alles, was sie von anderen Leuten bekommen hat. Du weißt natürlich nicht genau, wie viel sie die gedenkt, da noch reinzustecken.
Alles klar, ich flüster ihr zu, noch so eine Minute habe. Die wirkt nicht so, als ob sie mitkriegt, was du ihr da gerade erzählst. Hm? Dreh mich zu ihm um. Das dauert noch 3 Minuten, glaube ich, gefühlt. Ein guter Spaß erfordert eigentlich ständig, dass man dem Tod ins Auge blickt. Ich selbst bin dafür bekannt. Ja, muss ja nicht sein, ne? Hm. Wenn man sich vermeiden lässt. Hm. Also ich könnte mich ja jetzt in ein Habicht verwandeln, wie es meiner Gestalt ziemt, und wegfliegen. Und ihr? Hast du einen guten Fluchtplan für mich? Das kommt ein bisschen darauf an, wie gut du im Crosslauf bist. Geht so? Dann kommt es darauf an, wie wichtig es dir wäre, dass Sophie ebenfalls unbeschadet rauskommt. Sehr. Das macht die Dinge ungemein kompliziert. Yay! Der Deckel des Geschenkes fliegt durch die Luft und 100, circa 2 Meter lange und oberschenkelbreite, wie so Springschlangen fliegen raus, die erstmal wild durch die Gegend fliegen und sich dann zischend erheben und auf Dinge losgehen. Vor allem lebende Dinge, aber auch gern die Palastmauern. Ich gucke ihn ein bisschen entsetzt an, so, was ist das? Ich hielt Schlangen eigentlich für unangemessen, ob des Auslösers der ganzen Sache, aber jetzt gefallen sie mir doch ganz gut. Vor allem mag ich ihre Aggressivität. Sie kennen weder Freund noch Feind, das kann ungemein nützlich sein. Alles klar. Und es wird ein großer Spaß sein, wenn sie, du musst wissen, sie können, wie heißen diese Biester, Muscheln, wie Muscheln können sie sich an Gebäuden emporschlängeln und werden dann bestimmt dem Gräfchen mal einen kleinen Biss verpassen, das wird ein Heidenspaß. Sicherlich? Ja. Der macht doch nichts für sein Geld, guck mal meine Steuern, wo gehen die hin? Richtig, richtig. Ich mache noch einen besorgten Blick über Sophies Schulter. Wie weit sind wir? Du hast soeben den letzten Strich gesetzt. Alles klar, dann, wenn sie dann kurz den Pistol wegnimmt, reiße ich ihr die Schulter hoch. Keine Zeit, sich das Kunstwerk anzugucken. Wir müssen los, jetzt. Was? Los jetzt, weg. Warum? Ich ziehe sie mit. Sehr gut, wohin denn? Ich hoffe, Richtung Puka. Du meinst zu der Brücke, zu der ihr gekommen seid? Ja. Okay. Ihr rennt zu der Brücke und im Wasser um die Brücke herumgeschlängelt ist eins dieser Biester und faucht und zischt. Kacke. Aber im Wasser um die Brücke herum? Naja, also ich meine rumgeschlängelt. Das war ja im Wesentlichen nur ein etwas breiterer Ast. Ich schätze unsere Option folgendermaßen ein. Wir gehen über diese hervorragend sichere und ungefährliche Brücke hier oder wir werden gesehen auf einer der größeren Brücken. Hast du eine Art Schwert oder irgendwie sonst irgendwas? Ja, ich bin ein Krieger. OT, Sophie kann doch Glamour einsetzen, um Dinge passieren zu lassen. Könnte sie Glamour einsetzen, eben um jetzt wieder das Wasser gefrieren zu lassen? Um diese Schlange herum. Ist teuer. So, ich dachte, so ein Glamour würde ausreichen. Nee, die ist echt dick. 2 Glamour und ein Wurf. Und wenn du den verkackst, ist das Glamour umsonst. Dann kannst du es vergessen, dann habe ich zu wenig. Okay. Night Subtil Destruction. Wenn ich das Unleashing mache, was ich hier ja machen kann, richtig? Du kannst das immer machen, ja. Dann passiert was? Ich hab's vergessen. Lebewesen in der Umgebung entfernen sich unterbewusst von der Fee.
Das würde gehen. Lass mich das nur mal ganz. Oder kannst du es mir mal vorlesen, was da steht, meiner? Unleashing versus Würd und Entschlossenheit. Nee, das obere. Night Subtle Destruction 2 in Klammern. 1G plus 0 WK, Würdpunkt plus Geschick. Catch, wenn Kunst draußen in der Nacht aktiviert wird. Erfolg, 1 minus auf Geistesschärfe je Erfolg versus Maß für Fragezeichen. Dauer, nächster Sonnenaufgang. Umgebung 50 Meter. Okay. Also nochmal für dich, ne, im Normalfall würdest du jetzt halt keinen Glamour dafür aussetzen, weil es ist nachts und ihr seid draußen. Aber Unleashing kannst du halt nicht, kannst du keinen Catch benutzen. Es geht gleich los, da muss man immer nur so viele Sachen auswürfeln. Shit. Okay. Also, du besinnst dich auf die Kunst, die du schon oft eingesetzt hast, um nicht direkt um andere auszuspionieren, aber um die Informationen auf andere Arten zu beschaffen oder dich an irgendwas vorbeizuschleichen, so wie auch heute. Das Unleashing zerrt die Kräfte aus dem Traum in die Wirklichkeit und zerrte deine Feenseele noch mehr als am heutigen Tage sowieso schon in die Wirklichkeit. Ach du Scheiße, und dann noch richtig lange. Geil. Für die nächsten 3 Stunden erwächst du außerdem vergängliche Chimären in der Umgebung. So, keine Ahnung. Kurzflüchtige Träume, wahr geworden, gestaltete Gefühle und solchen Shit. Aber tatsächlich wirst du und Weisschamein ist auch die anderen beiden von der Umgebung etwas mehr ignoriert und die Schlange tatsächlich entwirrt sich vom Stamm und taucht ins Wasser und schwimmt in eine der größeren Brückungen in Richtung davon. Hier, jetzt hat mir schon wieder Glimmer gekostet, ne? Ja. Und ein Willenskraft tatsächlich. Was kostet das 1, ne? 2. 2? Glaube ich, oder? Ah ne, 1G plus. Ja, ah, okay. Genau, 1G genau. Plus 0 WK, ja. Das sind die Kosten, okay. Ja, dann verstehe ich. Jupp, das andere ist bloß die Stufe. Okay. Die Brücke ist frei. Puh. Na. Okay, das ist anstrengend. Aber es funktioniert. Sophie, es riecht übel stark nach. David, was ist ein leckeres Gebäck? Was findet David für ein leckeres Gebäck? Leckeres Gebäck? Mhm. Wo er jetzt gerade richtig Bock drauf hat, wären Zimtsterne zum Beispiel. Geil. Es riecht richtig brutal nach Zimtsternen, wie frisch aus dem Ofen. Aber der Ofen ist einfach hausgroß. Und dieser Geruch verlässt sich auch nicht für die nächsten 3 Stunden. Ihr geht über die Brücke. Ich würde mich bedanken, also dafür auch nochmal, aber ich hasse euch. Das ist alles kein Problem. Wir sollten uns vielleicht trennen. Ja. Bis dann. Sophie wirkt immer noch ein bisschen neben sich stehend. Ja, Mann! Mein Glamour geht auch richtig in die Richtung, Hose. Nee, deswegen nicht. Die läuft einfach jetzt in irgendeine Richtung. Ja, ich führe sie subtil nach Richtung Hause. Was war die Dauer nochmal? Ich hab's vergessen. 3 Stunden. Nee, ich meine, warte, ich guck's selber nach. Nächster Sonnenaufgang. Ach du Scheiße. Alle, also ich meine, vorher sind die Leute aus dem Weg gegangen, weil sie ein ungutes Gefühl bei euch hatten. Jetzt gehen sie einfach schon 4 Straßen vorher vermutlich euch aus dem Weg. Einfach, um euch aus dem Weg zu gehen. Ihr seid von nichts umgeben als dem Licht der Sterne und den kurzzeitigen Dingen, die um David herum aufploppen und dann wieder vergehen. Alles klar. Hauptsache, sie gehen uns aus dem Weg. Ja, die kleinen Dinge nicht.
Ich meine die Leute. Ach so. Inklusive auch des ein oder anderen faustgroßen Goblins, der mit der Keule euch ans Schienbein haut. Ah. Ich bin noch erfüllt vom Licht der Sterne. Ja, wenn wir so an der Pfütze vorbeigehen, was hat sich jetzt nochmal genau reingeschrieben? Was? Was hast du da jetzt nochmal genau reingemalt? Du siehst es an jedem Fenster. Das Bild kannst du nochmal kurz hier, ja. Das Bild? Mhm. Naja, es ist ja nicht nur eins, sondern quasi ein, eine Reihe. Eine Reihe, genau. Du siehst erst dieses Rad und die Schwerter, die darin stecken. Es ist quasi, als würde es versuchen, sich zu bewegen, aber die Schwerter hindern es daran. Und fühlst halt oder siehst halt die sengende Sonne darüber. Und in den nächsten Bild siehst du diese Wüste und dieses Rad eigentlich nur noch im Hintergrund. In dieser Wüste stehen noch alte Monumente aus vergangener Zeit, Ruinen, vielleicht die eine oder andere Statue, die so gerade eben noch zu erkennen ist. Und du siehst halt, wie diese Monumente im quasi im Laufe der Zeit einfach vergehen, bis irgendwann nichts mehr da ist, außer Staub und Geröll. Und alles verbrannt ist auf dieser Erde. Willst du das als Bilderei oder willst du das als sich veränderndes Bild? Als sich veränderndes Bild. Okay. Also du siehst quasi diesen Zerfallsprozess und siehst, wie auch quasi der letzte Baumstumpf irgendwann in dieser sengenden Hitze verbrannt ist. Ist das eher so ein GIF oder geht das für die gesamte Zeit? Wo ist denn der Unterschied? Naja, ein GIF wiederholt sich halt ständig. Weißt du? Na, das Ding wird eine Ruhephase haben, bestimmt, also gehe ich da mal davon aus, mit dem verbrannten Ding ein bisschen länger. Hm? Na, ich gehe aber davon aus, dass du hast quasi diese Bilderreihe abfolgend und dann das letzte, die letzte Einstellung mit der verbrannten Erde bleibt ein bisschen länger, bevor sie es irgendwann das Licht erstmal zu Boden rutscht, sodass man erkennen kann, dass es jetzt wieder von neuem losgeht und dann wieder von vorne anfängt. Ja. Und das hast du auf jedem scheiß Fenster und jeder spiegelnden Fläche auf dem Nachhauseweg. Geil. Also du siehst halt auch wirklich diese Hitze schlieren in der Wüste und alles Mögliche. Du fühlst quasi die sengende Sonne. Mm. Aber sie ist nicht angenehm. Alles klar. Ihr kehrt nach Hause zurück. David, es war ein anstrengender Tag. Diese Nacht wirst du zumindest noch ein paar Stunden auf jeden Fall nicht schlafen. Denn irgendwelche Dinger ploppen um dich herum auf, machen Geräusche, streiten sich, knarzen, wenn es kleine Geräte sind oder fallen dir auch gern auf die Nase. Ist klar. Wenigstens regnet es auch ein paar Zimtsterne. Das Problem ist bloß, wenn du von dem Geruch von Zimtsternen geweckt wirst und dann zugreifst und in deiner Hand zerfallen die, ist das eher unbefriedigend. Ich mach Zimtstänger. Sehr gut. Sophie ist noch eine Weile in ihrem Keller. Ich meine, die Schlacht wird ziemlich schon auf dem Nachhauseweg irgendwann dann abklingen. Zumindest hört man nicht mehr die Trommeln. Was mit den Schlangen ist, weiß ja keiner. Irgendwann muss sie aber auch schlafen. Das war anstrengend. Ja, sie findet auf ihrem Bett quasi eine Packung mit Zimtsternen. So eine Schale neben ihrem Bett. Mit warmer Milch. Quasi. So muss das nämlich in kalten Wintertagen. Und natürlich kriegt Sir William vom Eichfischer natürlich auch ein bisschen Krams, was er essen kann. Ach, der holt sich schon seinen Teil der Zimtsterne. Ja, aber ich habe extra quasi eine kleine Schale mit
Milch und, also, beziehungsweise wenn der Milch, trinken die Milch? Ich weiß es nicht. Weiß ich, glaube nicht. Naja, auf jeden Fall eine kleine Schale extra für ihn. Neben, also auf den Finstersims gestellt. Ja. Dann freut er sich bestimmt. Oh, und ich sag schon mal an, ich muss die nächsten Tage etwas töpfern. Und zwar quasi ein Schild, ein Schälchen für ihn und ein Schälchen für sie und ein Schälchen für mich. Du musst dann unseren, töpfern. Ja, wo dann unsere Italien drauf sind. Okay. Beziehungsweise dann unsere Symbole jeweils auch. Okay. Ja, irgendwann werden wir, denke ich, alle schlafen gehen. Das war ein sehr anstrengender Abend. Ja, klar. Und schlummern. Naja, ihr werdet mindestens ein, zweimal diese Nacht noch von irgendwelchen Albträumen wachgerissen. Okay, auch du, Sophie. Biester. Es ist Schamein. Da muss das. Ja. Am nächsten Tag oder in den nächsten ein, zwei Tagen wird dann auch noch klar werden, dass ein paar Leute, die. Also es gibt dann ein paar Vermisstenmeldungen. Das wird sich erst in der nächsten Woche dann rausstellen, weil, naja. So schnell vermisst man ja auch keinen. Aber am nächsten Tage, das machen wir heute noch. Sophie. Da ist er ja. Sophie. Ja, Spielleiter. Du erhältst einen Brief, einen chimärischen Brief, der nicht per Nöckerrohrpost gesendet wird, sondern er liegt einfach auf deinem Fensterbrett am nächsten Mittag, wenn du aufstehst. Ja, ich bin erstaunt. Ich gucke. Die Nebel sind wieder sehr dick, übrigens. Es war so schön. Ich gucke. Und falls das gerade nicht klar geworden ist, ne? Mit Vermissten meinte ich natürlich Menschen, ne? Ah, okay. Ich hab's gedacht. Die irgendwie vielleicht einen Weg in Traum gefunden haben. So. Allerdings noch nicht zurück. Da steht: An Sophie, Prophetin der Nacht und mystisches Auge. Klar und deutlich habe ich deine Stimme, dein Anklagen vernommen. Der eisigen Zerstötung, Alter, ich bin dumm, der eisigen Zerstörung eines Schneesturmes gleich kamen deine Horden über mein Schloss, meine Ländereien, meine Untertanen. Du bist ein wandernder Stern aus Eis und Stein und gleich jedem Kometen, der sich zu nahe an die Sonne wagt, wirst du dereinst verglühen. Wenn ich aber in 3x3 Tagen über dich und dein Gesinde richte, tue ich das nicht aus Hass und nicht aus Rache. Mir liegt es fern, diesen niederen Instinkten zu folgen. Ich richte dich, weil es der Traum und die Gesetze, die er hervorgebracht hat, so wollen. Gleichwohl warst du eine Schwester, du entstammst einem edlen Kiff und immerhin einem wichtigen, wenn auch wenig vertrauenswürdigem Hause. Ich werde dich anhören. Ich will deine Prophezeiung vernehmen, noch bevor der Hammer der Gerechtigkeit auf dich herniederfährt. Flieh, wenn du dich vor dem Richtspruch des Traumes ängstigst. Nutze dieses Schreiben für niederträchtige Zwecke und Propaganda, wenn du dir in den geheimen und ruchlosen Spielen des Winters hier fällst. Komm morgen zur Mittagsstunde. Nein, komm heute. Das geht ja nicht. Ist ja schon Mittag. Ich meinte natürlich, das ist übrigens früh passiert mit dem Brief. Du wurdest davon geweckt. Okay. Frag mich nicht, ist mir egal. Komm heute zur Mittagsstunde zum schmucklosen, runden Wasserspeier, der auf der Wiese der Menschen in der Nähe meines Hofes steht, wenn dir deine Worte wichtig und du von Ehre bist. Graf Sakash vom Hause Gwydion, Herr über die Salzlande und Hüter der Donnervöchel. P.S. Ich schrieb diese Zeilen mit einer Phönixfeder und kann dir nur nahelegen, den Brief jetzt abzulegen. Die legt ihn ab auf die Fensterbank. Er verbrennt.
Okay. Sie zieht sich an und macht sich dann zu gegebener Zeit auf zu dem Ort, den er beschrieb. Ja, das ist die Ziegelwiese. Also das ist der einzig schmucklose Wasserspeier, den es da gibt. Der, wo sie schon mal reingefallen ist. Vermutlich nicht nur einmal. Ja. Jutti, also, im November, der es ja nun mittlerweile ist, brennt die Mittagssonne eher nicht so heiß. Aber für dich an diesem Tage schon, wenn da der Graf steht in der Menschenwelt. Er wirkt in der Menschenwelt furchtbar deplatziert. Furchtbar. Er hat irgendwie einen Anzug an, irgendwie so einen Geschäftsanzug, der ist aber auch nicht maßgeschneidert für die Gestalt. Sein entrückter Blick lässt ihn irgendwie wie eine Mischung aus Perversling und irgendwie gerade gefeuerten Aktionär aussehen und die kleinsten Wehen der Banalität, die jedem von euch anderen Feen völlig Wurst sind, lassen ihn schon leicht erschauern. Ha, jetzt kann ich ihn fertig machen, wenn ich will. Natürlich, tu das. Nein. Sie tritt zu ihm. Er nickt dir zu, mittelmäßig wohlwollend, blickt dann hinauf zur Sonne und holt einen kleinen Spiegel heraus und hält ihn dann auch ins Sonnenlicht und alle um euch herum wenden sich ab und werden geblendet. Die meisten erklären sich das wohl irgendwie oder auch nicht. Es ist völlig irrelevant, denn keiner sieht was, weder hier noch wenn ihr gleich überwechselt. Ihr geht dann auf sein Schloss zu, wortlos. Die meisten werden irgendwie geblendet oder abgelenkt sein. Und mit den meisten meine ich alle, außer seine Vögel, die euch begleiten durch die Portale des Schlosses und auf den höchsten Turm, auf den die Sonne steht. Ja, das wird für dich wenig angenehm. Von dort oben, diesem Turm, siehst du offenbar sein ganzes Reich auf einmal. Ich komme nicht umhin, dir zu sagen, dass das ein ziemlich heftiger Eindruck ist. Jeden Winkel und jede Ecke, zumindest außen, nicht in Häusereien, sind da auf einmal sichtbar. Hm. Tatsächlich siehst du so auch die positiven Seiten des Sommers. Und nein, das soll keine Überzeugung sein, aber du siehst sie halt auch. Hm. Er wartet kurz, bis du dich einigermaßen fassen konntest. Das ist aber nett von ihm. Deine Prophezeiung also. Sie ist ein bisschen verwundert, dass er das nicht verstanden hat, weil sie es ziemlich klar fand. Scheint kurz nach Worten zu suchen. Lächelt dann, während alle erzittern aus Angst vor dem letzten Winter. Ist es nicht der letzte Winter, der den Feen den Untergang bringen wird? Sondern der letzte Sommer. Feen sind nicht für die Stasis gemacht. Aber ist es nicht die Sonne, die das Leben im Frühling hervorbringt und im Sommer erstarken lässt? Und es verbrennt. Die Felder verdorren lässt. Den Flüssen und Seen das Wasser raubt. Die Tiere verdursten lässt. Und die Menschen zur Verzweiflung bringt. Die Höchsten der Ski, egal welchem Hofe sie angehört haben, haben vor nicht allzu langer Zeit, als wir wieder auf die Erde kamen, alle denselben Gedanken gehabt, dass wir diese feindliche Welt, dass wir die Banalität mit nichts bekämpfen können als einem hellen Strahlen direkt aus dem Traum. Was sonst haben wir, dem entgegenzubringen? Banalität zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen Platz mehr lässt für große Veränderungen, für neue Gedanken, für neue Träume.
Ein Teil der Banalität ist die Stasis. Die Unveränderlichkeit. Und ich glaube nicht, dass wir Feen fürs Verharren geschaffen sind. Während du das sagst, bröckeln übrigens an einigen Zinnen und einigen Wänden noch die Spuren deines Tuns. Ja. Wenn der Sommer nicht herrscht, wenn wir das Rad drehen, dann wird sehr bald schon wieder ein Krieg ausbrechen zwischen den vier Jahreszeiten, in denen es keinen Sieger, sondern nur Vernichtung geben kann. Wie einstmals. Und die Tuatha werden sich wieder von den Feen abwenden, voll von Trauer und Enttäuschung über die Fehler ihrer Kinder. Wird das so sein? So war es das letzte Mal. Warum muss es denn dieses Mal wieder so sein? Letztes Mal hat uns der Krieg so abgelenkt, dass die Menschen überhaupt erst die Banalität kennenlernten. Dann hoffe ich einfach, dass dies uns eine Lehre war. Kein Krieg zu Beginn. Richtig. Durch stabile Herrschaft. Nein. Durch Klugheit. Du beharrst auf der Aufrichtigkeit deiner Worte und darauf, dass das eine Prophezeiung ist. Ja. Ich selbst kann nicht sagen, ob das verletzter Stolz ist, der diese Worte formt, und ich kann nicht sagen, ob der Traum durch dich spricht oder gar eine intrigante Aelun, die dich zum Märtyrer ihrer Sache will. Ich glaube nicht daran, dass deine Prophezeiung Wahrheit wird, aber ich kann kein Herrscher sein, der aus Arroganz und Stolz seine Krone trägt, die ihm Arkadien nicht zubilligt. Bist du bereit, dein Geas zu empfangen? Ja. Blitze zucken durch die Luft, die keiner von denen, die da unten gerade den Garten wieder versuchen herzurichten und Trümmer zu beseitigen, mitzubekommen scheint. Die fallen durch seinen Umhang, der ja aus Donnerwolken besteht, irgendwie durchgehen und dich ab und zu erreichen. Seine Züge sind hart und ohne Vergebung, aber auch ohne Rache. Überhaupt ziemlich ohne Gefühle. Es ist vermutlich das bisher Beeindruckendste, was du von ihm gesehen hast. Außerdem schwebt er leicht mit Händen zum Himmel. Wohl auch deswegen, weil jetzt die Kraft der Sonne direkt über ihm durch ihn fährt. Dann spricht er. Du bist das Kind der Kälte und die Braut der klirrenden Winde. Finde eine vergessene Stätte der Macht und entflamme ihre Glut neu. Hüte den Herd und stüre das Feuer zum Wohle der Feen, zur Ehre deiner Erschaffer und zur Freude des Traums. Finde und bezwinge den Feind der Feen, den du einst selbst erschaffen hast, und gestehe den Irrtum vor deinem zweiten Herzen. Finde auch den Greifen ohne Schnabel, Flügel und Federn. Hilf ihm, sich selbst zu vergeben, und überwinde die größte seiner Mauern. Einen Mond und einen Tag, bevor ein neuer Sommer sich dem Ende neigte, sollst du vor mich treten. Bringe mir einen Stein aus dem Hause deiner Stätte. Bringe mir, was der Feind einst von deinem zweiten Herzen stahl, und zeige mir, dass dein Wille der des halben Greifen ist. Dann will ich mich verneigen, will meine Krone dem Herrscher des Herbstes übergeben und das Rad in den Salzlanden anschieben, auf das es sich drehe für immer da.
Ich sollte dir das irgendwann nochmal ins Forum packen, denn du wirst sie vielleicht nicht alles merken können. Richtig. Mach ich direkt. Dann wird er erschöpft niedersinken, quasi vor dir auf die Knie. Wie dann sich könnte ich mich gewöhnen. Ja. So ist das mit den Weibern, weißt du? Ja, klar. Er wird dich dann auch so halb wegwinken, denn es ziemt sich nicht, dass du ihn so siehst. Er hat sehr viel Kraft verloren und es war alles seine Kraft, die er sicher aufgebaut hat durch seinen Titel, aber er hat nichts von den Tributen dafür benutzt, die ihm zur Verfügung stehen würden oder nichts von der Freistatt, auf der er so hockt. Sie bleibt vielleicht eine halbe Sekunde länger stehen, als es angemessen wäre. Kannst du auch sogar 5 Sekunden länger stehen. Er scheint nicht die Kraft haben, dich jetzt wegzuschieben. Dann macht sie das. Und schaut auf ihn. Nickt ihm dann aber zu. Auch anerkennt. So weit ist er jetzt gesunken, ey. Ja. Und nein, dass er das jetzt tut, das oder getan hat, das rechnet sie ihm wirklich an. Und verlässt dann das Schloss. Dich wird keiner sehen, wenn du weggehst. Okay. Und ich hoffe, dir ist klar, warum der es eingerichtet hat, dass sich keiner kommen und sehen sieht. Kommen ja. Und gehen. Gut. Ist jetzt im Forum. Unter Geas. Danke. Sie geht nach Hause. Übrigens, die Spur der Verwüstung der gestrigen Nacht ist überdeutlich zu sehen. Sie hat fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass das so weit geht, dachte sie eigentlich nicht. Ich denke, es ist auch klar, was ich meinte, als ich sagte, als ich beschrob, dass da die Lieder durch die Luft flattern. Der Eisensänger, den hat's zerlegt. Und die Nöckeropost, die auch. Sieg über die Nöcker! Der Junge rastet richtig. Das ist Davids böses Lachen. Oh ja. Ausgezeichnet. Nix kriegen die hin, was nüpti läuft. Mutti! Jo, da kamen tausende von Goblins, aber die kriegen ja nichts hin, Junge. Ich darf wohl mal mit so ein paar kleinen, halbstarken Goblins fertig werden. Und das war nur ein Ei. Stell dir mal vor, wir hätten 6 ausgebrütet oder so. Gibt nur eine Bastion des Chaos, dann fangen die an, sich gegenseitig zu bekriegen. So wie die Schuttgnome und die Schrottgnome. Genau so. Bei Goblin gibt's auch nur Frieden durch Vernichtung. Aber Kooperation wäre doch so viel sinnvoller gewesen. Es geht hier nicht um Sinn. Es geht um Chaos. So nämlich. Aber können die nicht viel mehr Chaos verursachen, wenn die 6 Fahrer so viele sind? Sie können noch mehr Chaos verursachen, wenn sie sich alle erst gegenseitig in einem Riesenchaos umbringen und dann irgendwas kaputt machen. Junge, die denken nicht. Ja gut, das stimmt. Sophie geht nach Hause zurück und direkt in Davids Zimmer rein, egal was er gerade tut. Alles klar. Ich komme aus der Küche, was machst du in meinem Zimmer? Ah, da bist du. Frühstück. Möchtest du auch? Also ich nicht, gerade. Ich war gerade beim Grafen. Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Du kannst es übrigens ab jetzt für immer auswendig. Also du kannst auch jederzeit nachgucken und du wirst es Wort für Wort wiedergeben können. Okay. Ich war gerade beim Grafen. Was tust du? Du bist irgendwie abgehakt. Schön, dass du noch. Ja, schön, dass du noch lebst. Oh,
dass die Strafe kriege ich noch. Deswegen war ich nicht da. Sondern? Ich sehe es, dass du es mir erzählen möchtest, also hau raus. Er hat mir eine Möglichkeit gegeben, ihn vom Thron zu stoßen und dafür zu sorgen, dass sich das Rad in seinem Reich wieder drehen wird. Alles klar, das ist eine nette Geste. Ja. Dafür muss ich nur etwas tun. Das da wäre? Sie sagt ihm den Text jetzt Wort für Wort auf. Ich habe jetzt keine Lust, ihn nochmal vorzulesen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Kannst du ja verlinken irgendwo. Oder so kommst noch. Und das Video kopieren. Nee, da sind zu viele Rechtschreibfehler drin und ich habe immer so viel abgeändert. Welchen Feind hast du denn erschaffen? Ich habe keine Ahnung, aber ich schätze mal, das werde ich herausfinden müssen. Und wer ist der Greif? Na ja, du bist wahrscheinlich auch zu wissen. Wer dieser Greif ist, das weiß ich auch nicht, was das sein soll, aber ich schätze mal, das werden wir auch herausfinden müssen. Also, oder ich, aber ich nehme mal fast an, dass du mir vielleicht helfen möchtest. Ich gehe davon aus, ja. Ja, ich wusste doch, dass du ein gewisses Interesse daran haben würdest. Ja. Gut. Ich schätze mal, ich werde eine Weile in der Bibliothek verbringen müssen. Alles klar. Das ist, der wird das quasi dann einen Monat und einen Tag vor unserer Revolution machen, oder? Nein, einen Monat und einen Tag, bevor der nächste Sommer anbricht. Also ich schätze mal, dass es auch egal ist, welcher der nächsten Sommer es sein wird. Ich denke nicht, dass das nächstes Jahr sein muss. Bevor ein neuer Sommer sich dem Ende neigt, ja. Ja, also quasi einen Monat und einen Tag vor Herbstanfang. Ja. Das kann ich sicher sagen. Es ist tatsächlich ein neuer und nicht der nächste. Also der neue. Okay. Dann haben wir ein Zeug. Ja. Praktisch. Das wird ein interessanter Tag. Die Nacht gestern war krank. Irgendwie. Aber witzig. Und es wird langsam kälter, das gefällt mir. Das war klar, das Ding. Aber es war ganz schön anstrengend gegen diesen komischen... Ich hab Tims Leben gerettet, übrigens. Ich war so... Na dann. Ja, es wäre irgendwie voll der Downer gewesen, wenn auf der Party auf einmal jemand erstickt wäre. Das wäre irgendwie scheiße gewesen. Das stimmt allerdings. Ist übrigens gleich ein anstrengendes Tut immer noch. Deswegen bist du so verkrüppelt. Mhm. Sieht nicht schön aus. Danke. Sollen wir vielleicht jetzt mal darauf aufpassen, dass wir irgendwelche bösen Viecher erschaffen, die das sein lassen. Ja, da könntest du recht haben. Aber irgendwie war es schon ziemlich cool.
Ja, das stimmt. Ich möchte fast sagen, Spaß. Der Aufwand hat sich gelohnt. Also von der zweiten Aktion, ja, okay. Wenn er dann klein beigibt. Den haben wir quasi noch nicht überzeugt, aber wir haben ihn quasi so sehr angesprochen, dass er doch... Haben wir nicht überzeugt, was? Den Grafen. Also den haben wir so weit... Also ganz glaubt er mir nicht, aber er möchte, glaube ich, auch nicht riskieren, dass ich vielleicht doch recht haben könnte. Darfst du nicht zugeben, öffentlich. Natürlich darf er das nicht zugeben. Deswegen hat er auch dafür gesorgt, dass niemand bemerkt, dass ich dorthin gegangen bin. Ah, sehr schön. Das heißt aber, dass er quasi, sobald die rausfinden, und da macht er so ein Anführungszeichen-Symbol in der Luft, dass wir das waren, uns übelst haut. Wer er? Ja, er muss ja. Naja, ich glaube nicht, dass wir glimpflich davonkommen, wenn ich ehrlich bin. Aber ehrlich gesagt, ich war ja jetzt ein bisschen in der Stadt unterwegs. Nach dem, was ich mir da angeguckt habe, haben wir das auch nicht verdient. Okay, was ist denn alles passiert? Also, ich glaube, der Eisensänger liegt in Trümmern, die Nöckerrohrpost liegt in Trümmern, das Schloss sieht doch teilweise arg mitgenommen aus. Ach, scheiß auf das Schloss. Ausgezeichnet. Ach, vielleicht helfe ich, vielleicht biete ich denen ja meine Hilfe an, es wieder aufzunehmen. Ich wage zu bezweifeln, dass sie annehmen werden. Ja. Ein paar Trolle mit Schrammen, ein paar Heinzelmännchen mit Beulen. Oh. Ein paar Satyren mit abgebrochenen Hörnchen. Ja, und ich weiß, wer die ganzen Schrammen wieder aufkommen darf. Aber hey. Da sind die schon bei. Habe ich mir gedacht. Ach ja, mein Gesinde wird übrigens auch mit bestraft. Ich weiß, das klingt ziemlich abwertend, aber ich glaube, damit sind diejenigen gemeint, die das mit mir zusammen angezettelt haben. Ich befürchte... David. Ich habe damit nichts zu tun. Ich fürchte, dass du da irgendwie schon so halb mit drin hängst. Schlimm so. Du bist ziemlich abgehackt, das echt gerade. Wenn du Voice Activation anhast, wäre es nett, wenn du entweder die Empfindlichkeit runterschraubst oder Push-to-Talk anmachst. Dann musst du den Knopf länger drücken. Okay. Besser? Ja, jetzt verstehe ich dich auch. Sehr gut. Wenn wir da sind... Ich glaube, spar dir einfach bitte die Rumdiskutiererei. Ich glaube, dann machst du es nur schlimmer. Also, ich sag mal, ich habe mir das jetzt so angeguckt und wenn er uns jetzt nicht gerade mit, keine Ahnung, was bestraft, dann, also, ich sag mal, wir haben schon echt, also... Ich sag mal, ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Ach. Hat er nicht die falsche? Naja, doch schon irgendwie. Teilweise einfach schon. Was? Die Nocker? Ja, ich sag mal, da leiden jetzt auch Heinzelmännchen drunter und Satyren drunter und ein paar andere halt auch einfach. Ihr seht auch von eurem Haus, dass einfach die Verbindung zum Traum ist jetzt nicht direkt schwächer am Hofe, aber dadurch, dass der Hof geschwächt ist und die Freistadt geschwächt ist, ist der Traum schon ein Stück in die Ferne gerückt. Das ist, kann man wieder beheben, aber dennoch. Ich meine, bei der ganzen Aktion hätte eigentlich auch echt jemand abkratzen können, so. Ja, vielleicht waren die Goblins ein bisschen übertrieben.
Ich meine, ich hätte ehrlich gesagt auch in keinster Weise irgendwie erwartet, dass die eine solche Zerstörungskraft bilden. Ich dachte, die sind halt so ein bisschen nervig, wie so ein paar, keine Ahnung, Kakerlaken, die sich in den Ecken verstecken und dann immer mal rauskommen und dann triffst du sie nicht. Und die rennen halt rum, kichern ein bisschen und nerven einfach nur. Ich hätte nicht gedacht, dass die sowas anrichten. Aber... Du weißt doch, der Winter ist Zerstörung pur. Das stimmt nicht immer. Aber teilweise. Aber das war nicht der Winter, das waren einfach Goblins. Ja, das unterstreicht aber gut die Botschaft. Sind die ist Ihre Nachricht eigentlich immer noch auf allen spiegelnden Oberflächen zu sehen? Ja, ja. Wie lange einen bleiben, Mond und einen Tag hatten wir, glaube ich, damals ausgemacht. Alter! Aber nur nachts, weil, ne? Sie hat es ja mit Mondfarbe geschrieben, das geht ja gar nicht anders. Ich meine, in dem Keller, wenn du da dein Mobiltelefon zum Beispiel rausholst, ist es für mich eine spiegelnde Oberfläche und dann auch, ja. Krass. Das ist schon ziemlich awesome. Ihr habt ja auch ungefähr 20 Glamour reingeballert. Nur 20 Glamour. Und Sophie ist ein bisschen stolz auf sich, es ist gut geworden. Es wäre auch ziemlich kacke, wenn es nicht awesome gewesen wäre. Ja, das stimmt schon. So ein Strichmännchen an die Wand hätte ich auch reingekriegt. So ein dicker roter Pfeil, so wie beim, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Ich auch. Wo man was zeichnen muss und dann das Team erraten muss, was man da gezeichnet hat. Pfeilrichtung, Schloss, darunter steht böse. Ja. Nee, das Schloss ist nicht per se böse. Das ist nur in den falschen Händen. Jetzt schon, weil jetzt Herbst ist. Im Sommer wäre es in den richtigen Händen, aber jetzt ist Herbst. Jetzt wäre es eigentlich an Dougal zu herrschen. Oder einem anderen Vertreter des Herbstes. Dougal wäre nicht viel besser gefühlt. Naja. So, das war aber anstrengend gestern. Ja. Ach ja, wir haben noch 9 Tage. Oder vielmehr 8. Dann gibt's Puppenklatsche. Okay. 3x3 Tage. Und wenn ich keinen Bock habe, wieder vor Gericht zu stehen, ich stehe ständig vor Gericht. Tja, das liegt wohl daran, dass du ein Quirulant bist. Ich hänge nur mit den falschen Leuten auf, ja, habe einen schlechten Einfluss auf. Du bist ein Quirulant und hast die falschen Freunde. Aber deine Mutti hätte jetzt gesagt, und was ist, wenn die von der Brücke springen? Springst du dann hinterher? Wenn es da unten was zu holen gibt? Tja. Also sind es doch nicht die falschen Freunde. Vielleicht schon, aber... Naja, mitgehangen, mitgefangen kennt man. Ist ja für eine gute Sache. Es wird schon, denke ich, irgendwie. Umbringen wird er uns nicht, sonst hätte mir dieses Gers nicht gegeben. Oder um mich hier zu ärgern und dann zu sagen, Edge, aber ich glaube nicht, dass der Traum das zulässt. Ja, ja, witzig. Ich glaube, das zählt in die Kategorie No-Go. Ja, aber der wird sich was gedacht haben. Ja. Muss ich ihn dann 3-mal um Erlaubnis fragen, ob ich die Bestrafung annehmen darf? Das weiß ich nicht. Das wirst du dann sehen, denke ich. Vielleicht ist dann deine jetzige Bestrafung auch vorbei. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Und außerdem wissen wir ja noch gar nicht, was es sein wird.
Naja. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich lege mich jetzt nochmal schlafen. Dieser Mistbrief hat mich nämlich geweckt. Ah, deswegen bist du schon bereit. Ja. Als ob ich freiwillig um diese unchristliche Zeit aufstehen würde. Also eigentlich heute Morgen, um dann heute Mittag dahin zu gehen, aber trotzdem. Weißt du, wann er mich geweckt hat? Um 7:30. Oh, da war ich gerade 2 Stunden am Schlafen. Ja, ich auch. Ach, haben die kleinen Viecher dich auch wachgehalten? Nein. Sir William hat mich wachgehalten. Ja. Und andere Dinge. Dabei habe ich ihm extra Plätzchen gegeben. Nee, der war irgendwie schmusebedürftig. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist gerade. Naja, du warst halt gerade gestern seine Frau, ne? Also. Das stimmt. Vielleicht hat er sich was auch. Was weiß ich? Sag mal, ich habe jetzt keine Anzeichen bei ihm bemerkt, aber vielleicht kommt das ja auch erst später. Außerdem sieht er mich vermutlich ohnehin als seine Partnerin. Raben binden sich nämlich sogar. Faszinierende Tiere. Wo schwirrt der denn gerade rum? Draußen im Garten, glaube ich. Sophie macht das Fenster auf und ruft Sir William. Der kommt nicht. Sieht sie ihn irgendwo? Nee, der muss ja auch mal unterwegs sein. Der muss ja auch ein größeres Revier haben als sein Haus. Sie lässt das Fenster offen und meint dann nur zu David, ich glaube, der ist gerade auf Freierskrallen oder so. Oder so. Ja, gut. Der geht mir gerade fremd. Habe ich ja Zeit, um schlafen zu gehen, das ist eine gute Idee. So, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich lege mich dann auch nochmal hin. Sehr gut. Machen wir Schluss für heute. Daddy. Ja. Ich meine, irgendwas müssen wir uns mal irgendwann mit deiner Uni überlegen. Ja, das ist richtig. Gut, machen wir mal erstmal Schluss. Sie hörten Unfug, wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Deli Dorftrottel und anderen. So, ihr wolltet gern Staffeln haben, ne? Ja, das war jetzt Staffel 1. Und damit das auch in Staffel 2 dicht deep und atmosphärisch ist, ja, machen wir jetzt 3 Monate Pause. Ja gut. Machen wir nicht. Wird genauso weitergehen wie bisher. Reicht auch zu. Staffel 1 ist jetzt zu Ende, weil Thorald sich verpisst hat, was mir wichtig war von Anfang an, damit wir nicht ein Jahr, einen Tag Mündel spielen, das ist einfach nervig und so viel springen, dass es wieder okay ist, habe ich eigentlich auch keine Lust. Die sollen einfach jetzt den Rest halt ohne ihn auf dem Weg sich erarbeiten an Wissen und so. Muss ja auch mal gut sein. Es ist eh nicht so, als dass man, also das System lebt ja davon, dass du immer nicht viel weißt und niemand viel weiß und alle so ein bisschen was wissen und da ist es egal, ob du einen Mentor hast oder nicht. Das sollte keine Rolle spielen, meiner Ansicht nach. Geas verlinkt übrigens und ich denke, 1,5 Teile davon sind sehr leicht zu erraten, gerade für Sophie oder für Flummi, weil ihr das System kennt. Und die Idee mit dem Greif fand ich ziemlich cool. Ich hätte es auch eigentlich abgeändert, dass das halt der Teil des Rätsels eher der Idee entspricht, weil es ja immer gut ist, wenn man auf so einen Scheiß eingeht, aber das geht nun mal leider nicht. Können wir nicht machen. Steht anders im Dings. Ne? Ich bin heute wieder gut mit Worten, wollte ich damit sagen. Aber ja, ansonsten gibt es erstmal nicht so viel zu sagen, außer
Staffel, Folge 2, Staffel 2. War ziemlich gut. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.